Hallo, liebe Fruchtbarkeitsfans, hier ist Anne mit einem neuen Schwangerschaftsupdate. Und zwar bin ich jetzt gerade in der Schwangerschaftswoche 34 plus 5. Das heißt, Ende der 35. Schwangerschaftswoche und bald beginnt die 36. Schwangerschaftswoche schon. Also es ist wirklich nur noch 5 Wochen bis zur Geburt und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, freudig aufgeregt aber. Und möchte euch ein bisschen erzählen, was es so Neues gibt. Und zwar war ich beim Blutabnehmen jetzt Anfang Mai nochmal, um zur Kontrolle nochmal zu gehen, wegen meinem TSH-Wert und auch der Eisenwert, war ja beim letzten Mal auch nicht so doll. Da hatte ich ja gedacht, dass es daran lag, weil ich nüchtern Blutabnehmen war, also morgens direkt nach dem Aufstehen und dann eine Stunde später oder so und immer noch nichts gegessen. Da war der auch wirklich sehr schlecht, der Wert, 6, irgendwas. Der HB-Wert ist jetzt auf 9,8 gewesen, also mit Frühstück vorher. Und da hatte ich auch ein bisschen drauf geachtet, dass ich irgendwas Eisenreiches esse vorher. Hat aber anscheinend auch nicht so ausgereicht, weil mir dann gesagt wurde, ein Wert von 12 wäre schon besser, das anzustreben. Deswegen habe ich mich jetzt nochmal mehr informiert darüber, wie ich denn meinen Eisenwert einfach optimiere und ein bisschen erhöhe. Ihr habt mir beim letzten Video super Tipps auch geschrieben. Ich werde mir dieses Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich wirklich besorgen und aber auch nochmal spezieller bei der Ernährung darauf achten, dass ich einfach zum Beispiel mehr Kürbiskerne, mehr Amaranth, Quinoa esse und ja, das werde ich jetzt erstmal probieren. So, dann habe ich natürlich auch den TSH-Wert und T3 und T4 wieder messen lassen und testen lassen. Und der war ein bisschen besser als beim letzten Mal. Also wie auch der HB-Wert war auch ein bisschen besser, aber immer noch nicht so optimal. Wobei man jetzt sagen muss, was ist denn ja jetzt optimal? Mit diesen Normbereichen ist es für mich immer noch sehr schwierig. Manche Labore sagen halt bis 4,2 ist es in Ordnung. Also da lag jetzt mein Wert noch gerade so drin. Ich war jetzt an der Grenze, so 4,19 ungefähr war das beim TSH. Aber andere sagen wieder, in der Schwangerschaft muss es aber unter 1 liegen, der TSH. Da bin ich natürlich deutlich drüber. Also andere sagen wiederum, dass der T3 und T4-Wert einfach nur im Normbereich sein muss. Und wenn der TSH-Wert ein bisschen schlechter ist als normal, also sollte jetzt nicht im zweistelligen Bereich sein oder so, aber so leicht erhöht, so an der Grenze, was jetzt bei mir so der Fall ist, und ich mich trotzdem entsprechend gut fühle, dann ist es auch in Ordnung, ja. Trotz alledem werde ich jetzt meine Globuli-Dosis wieder erhöhen. Ich werde dann im nächsten Video nochmal berichten, wie viel, und ich werde auch nochmal zur Heilpraktikerin gehen. Jetzt in ein paar Tagen habe ich dann einen Termin. Und dann werde ich das mit ihr besprechen und weitersehen, wie wir das dosieren. Ja, ganz wichtig. Also T3 und T4 lagen übrigens wieder im Normbereich, wie bis jetzt immer. Das heißt, ich mache mir im Prinzip jetzt nicht so viele Sorgen, dass es irgendwelche Auswirkungen hat auf mein Kind, weil im Prinzip mir schon eine Heilpraktikerin, jetzt eine andere Heilpraktikerin, als bei der ich jetzt in Behandlung bin, gesagt hat, dass es halt, wie gesagt, keine Auswirkungen hat auf das Kind, wenn T3 und T4 ausreichend vorhanden sind und im Normbereich liegen. Des Weiteren habe ich jetzt unter dem Rippenbogen, ja, auf der linken, eigentlich eher mittig, aber so mittig links, direkt unter dem Rippenbogen, so ein Taubheitsgefühl. Das hatte ich jetzt erstmal nur mal beim Schlafen, wenn ich auf der Seite gelegen habe. Jetzt ist mir aufgefallen, das habe ich immer besonders schlimm, wenn ich auf der linken Seite schlafe. Aber auch auf der rechten Seite. Also, das ist echt ein Problem. Also ich weiß im Moment echt nicht mehr, wie ich liegen soll beim Schlafen. Auf dem Bauch geht ja nicht. Auf dem Rücken geht auch nicht, weil dann alles nach unten drückt und das bekanntlich dann auch total schlecht ist, weil die Versorgung zum Kind nicht gut ist, dann geht er nur noch auf der Seite. Und da das auch im Moment schwierig ist, also ich habe dann wie so ein Taubheitsgefühl an dieser Stelle, als wenn es gleich einschläft, wie ein ganz unangenehmes
Gefühl einfach, dass es einschläft und dann fühlt es sich so an, als wenn ich mich jetzt bewegen muss. So. Und dann musste ich eigentlich nochmal aufstehen. Und ich habe das sofort, so ein, zwei Minuten nach dem Liegen fängt das schon an. Ja, also ich schaffe es nicht, vorher einzuschlafen. Aber einmal ist es mir gelungen zum Beispiel und dann war es dementsprechend aber auch ziemlich schmerzhaft, als ich dann wach geworden bin. War es nämlich so, dass es richtig gebrannt hat an der Stelle und so doll, dass ich mir schon echt Sorgen gemacht habe, ob das jetzt in Ordnung ist, ob das normal ist. Wer da irgendwie genaueres weiß, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt schon was dazu gelesen. Ich werde jetzt auch nochmal zur Heilpraktikerin gehen und das nachfragen. Und auch meine Hebamme. Ich werde nochmal einen Termin bei der Hebamme machen. Habe ich schon gemacht, so. Ist auch kurz nach dem Heilpraktikertermin. Und sie das fragen, weil ich auch im Zusammenhang mit meinem Bauchjucken, was ich auch immer noch habe, besonders morgens und abends habe ich es sehr stark. Massiere ich immer noch mit dem Massagehandschuh. Das funktioniert sehr gut. Wenn ich da ein paar Minuten mit massiert habe, geht es auch weg. Und ich hoffe jetzt, dass einfach dieses Taubheitsgefühl und das Brennen unter der Rippe einfach nur bedingt durch den starken, ja, Bauchumfang, der jetzt nun mal da ist, passiert ist. So eine Art Verklemmung ist, ja. Es gibt halt Theorien, da kann es auch sein, dass es irgendwie von der Leberwerte, dass die irgendwie schlecht sind, kommt. Ja, da muss ich jetzt überlegen, ob ich das nochmal abklären lasse. Boah, und da war ich letztens, wir wohnen ja jetzt auf dem Land, auf dem Dorf, Traktor fahren, ja. Ich war mit unserem Marvin, ist direkt hinter dem Haus so ein Feld, ja. Und da fährt immer der Trecker lang. Und den haben wir schon die ganze Zeit beobachtet vom Küchenfenster aus. Und er war so, ja, da will ich mitfahren und so. Oder ich will mir den erstmal genauer angucken und dann, wenn er da lang fährt, da hingehen. Und dann sind wir auch wirklich hin und dann hat uns der Traktorfahrer tatsächlich mitgenommen. Also er hat das von sich aus angeboten. Wir haben da nicht gefragt oder so. Wir haben einfach nur zugeguckt und ein bisschen ein Foto gemacht von ihm und so, wie er da lang fährt. Und dann hat er wirklich angehalten bei uns und hat gefragt, er wollte einsteigen, ich habe Zeit, kommt mit. Und wir so, ja, cool. Aber da war nicht so viel Platz in dem Traktor. Ich kann euch mal eine Impression zeigen hier. Und Marvin hat auf meinem Schoß gesessen und ich habe da so halb eingeklemmt auf diesem Stuhl. Und naja, das war ziemlich lange, weil wir das ganze Maisfeld dann gesät haben. Und das hat so ungefähr anderthalb Stunden gedauert. In der Position musste ich dann verharren. War ein bisschen unangenehm, weil ich schon dann auf Toilette musste. Und danach konnte ich nicht mehr laufen, weil ich mir auch den Fuß so eingeklemmt hatte. Naja, komische Story. Auf jeden Fall konnte ich zwei Tage deswegen nicht mehr mit dem einen Fuß auftreten. War ein bisschen unangenehm. Aber es hat sich gelohnt für Marvin auf jeden Fall. Der ist Traktor gefahren. War eine interessante Erfahrung und es hat auch so toll gehuckelt, also ich kann mir vorstellen, so kurz vor der Geburt wäre das echt ein guter Wehenwellenbeschleuniger. Es ist ja jetzt auch endlich wärmer geworden, zum Glück, ja, ich habe echt so gefroren, ihr glaubt das gar nicht, weil ich kam ja wieder aus La Palma und war irgendwie total verwöhnt. Ich hatte echt damit gerechnet, dass es im April und Mai schon doch ein bisschen wärmer ist und Frühlingswetter. Hatte ich irgendwie wärmer in Erinnerung. Ich habe unglaublich gefroren und es war so doll, dass ich jetzt immer noch meine Winterjacke anhabe, obwohl es jetzt auch schon wärmer geworden ist. Aber jetzt muss ich langsam die Jacke mal wechseln oder ich kann sie zumindest nicht mehr zumachen, weil mein Bauchumfang so groß geworden ist, so voluminös, dass ich meine Winterjacke nicht mehr zukriege. Das heißt, jetzt ist es zwingend notwendig, dass es wärmer wird. Ja, nochmal so ein Wintereinbruch oder Kälteeinbruch kann ich mir jetzt nicht leisten. Ich will mir jetzt nicht noch eine Umstandsjacke kaufen. Ich zeige euch mal, wie groß mein Bauchumfang jetzt ist. Und zwar messe ich nochmal mit dem Maßband. Und ich hatte ja schon mal in dem Schwangerschaftsupdate von 27+1, kann ich euch hier auch mal verlinken,
hatte ich ja schon mal meinen Bauchumfang gemessen und da war der 84 cm. Und in der Zeit ist einiges passiert. 10 cm Bauchumfang habe ich zugelegt. Also ich bin jetzt bei 94 cm. Unglaublich, oder? Er ist sehr viel größer geworden. Ich habe echt das Gefühl, jeden Tag wächst er um 1 cm Umfang. Ja, unglaublich, wie schnell das jetzt gerade wächst. Und der ist schon so groß, finde ich. Aber das ist auch witzig. Manche sagen mir, der ist so klein, der Bauch. Und manche sagen, oh, ist der riesig, du kriegst ja Zwillinge. Die Meinungen gehen da sehr stark auseinander. Finde ich auch sehr interessant. Letztens habe ich auch ein kleines Experiment gemacht. Mit Marvin zusammen habe ich gezeichnet und gemalt. Und ich habe das schon mal gesehen, irgendwo so ein Geburtsmantra-Bild, und fand es total schön und wollte unbedingt auch mal sowas malen. Ja? Also im Prinzip so eine Art abstraktes Bild von der Vision, wie ich mir die Geburt vorstelle. Ja? Und oder wie ich das so im Gesamten gerade auf Papier bringen möchte. Also ich kann es jetzt schlecht beschreiben, aber ich habe es jetzt mal Geburtsmantra-Bild genannt. Und ich kann es mal kurz hier einblenden. Ich werde dazu nochmal ein extra Video drehen, um das zu erläutern, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, könnt ihr selber schon mal interpretieren, was ich damit gemeint haben könnte. Ich würde das auch nochmal gerne selber erläutern, aber wie gesagt, in einem extra Video dann. Im nächsten Schwangerschaftsupdate werde ich dann berichten über meine nächste Vorsorgeuntersuchung. Ich hatte ja am Anfang mal gesagt, dass ich keine Vorsorgeuntersuchung machen werde. Nun ist es ja aber schon meine zweite, ja, die ich jetzt im Prinzip ja auch mache, weil ich Fragen habe einfach und das nochmal abklären möchte. Und da werde ich nochmal berichten, was denn da rausgekommen ist. Außerdem habe ich mich dazu entschieden, diese Hebamme, zu der ich dann gehe, als Hausgeburtshebamme zu nehmen und zu engagieren. Und deshalb ist es erforderlich, dass ich da jetzt nochmal hingehe und nochmal ein paar Tests mache oder ein bisschen abtasten lasse. Ich möchte natürlich auch nochmal wissen, ob mein Baby wirklich mit dem Kopf nach unten liegt. Auch wenn ich das jetzt selber abgetastet habe, bin ich mir manchmal so 1-2% nicht ganz so sicher. Ja? Sagen wir so 98% bin ich mir sicher, dass es mit dem Kopf nach unten liegt. Aber ich möchte das doch gerne nochmal von einer anderen Frau hören, die da schon mehr Bäuche abgetastet hatte als ich. So, das ist der Ausblick für das nächste Schwangerschaftsupdate. Macht's gut, das war's, deine Anne. Tschüss!